Mahlzeit, Freunde, willkommen zurück zur nächsten Folge FIFA 19. Wir spielen mit Alexander gegen Manchester City mit Real Madrid und zwar als Rückspiel. Bis gleich nach dem Intro. Lol. So, Friends, alles klar. Wir haben das Rückspiel Wir begrüßen Sie angepeilt. in Manchester zur Partie City gegen Real. Es ist das Rückspiel im UEFA Es Champions ist League das Halbfinale. Am Rückspiel Mikrofon im für Sie UEFA Wolf-Fuß Cup und oder Frank was? Buschmann. Auch von Champions meiner League Seite hallo. Finale. Wer kommt ins Endspiel? Das ist heute die große Frage, die spannende Frage. Die Und wir beste spielen in Karte hat Rot. Real nach dem Heimsieg im Hinspiel. Es war ein klasse Auftritt. Isco spielt den Ball. Fängt er schon wieder an. Gefährlich. Hunter. So, geht er gleich gut los hier. Scheiße, ich Fürs hab Tor, vergessen das wird umzustellen, ey. interessant hier. Oh, ich bin so eine Banane, Alter. Soll ich doch mal stoppen? Mann, wir haben 3 Minuten schon das erste Tor, Und ey. irgendwann ist er dann nicht mehr aufzuhalten und bleibt auch Okay, vor dem Friends, Tor dann würde ich ganz sagen, ruhig. Eine super cutte ich das Szene. Spiel Er ist einfach einfach mal gedankenstiller als höhepunktsmäßig nur alle anderen. zusammen, weil das wird dann Sie ja sind auch jetzt wieder also einfach in nur ein Führung. Torfest. 1-0. Geht gut dazwischen. Weg ist der Ball. So machen wir das dann. Sterling. Groß dazwischen. Klasse Aktion. Isco jetzt am Ball. Und Hunter. Hereingabe jetzt. Gehalten. Unglaublich, Wolf. Was für ein sensationeller Reflex. Kein guter Ball von Modric. Rückstand weiter nur ein Tor und das liegt vor allem an der Parade gerade. Also da hat er sich im Spiel gehalten. Isco. Und da ist der Ball wieder weg. Sergio Aguero. Sie warten ganz geduldig auf Ihre Chance. Vielleicht müssen Sie das Tempo aber auch nochmal anziehen, um hier zu einer Torchance zu kommen. Hunter. Manchester City mit der Balleroberung. Sterling jetzt am Ball. Kyle Walker und David Silva. Den spielt er wieder zurück. Groß. Ball bei Bale. Kompanie fängt den Ball ab. Und der Ball ist zurück bei Manchester City. Aguero. Sterling jetzt. Leroy Sané. David Silva. Okay, Friends, irgendwie scheinen die ganzen hier doch ein bisschen aufgestockt zu haben. Irgendwie hat es dann ja doch was gebracht, anscheinend. Das Rückspiel ist definitiv ein bisschen anders als das Hinspiel. Im Hinspiel hatte ich ja 3-4 Tore. Hier machen sie schon einen deutlich aggressiveren Eindruck, wie mir scheint. Also können wir das Ganze doch mehr oder weniger halb kommentieren. Ich glaube, es wird doch ganz interessant. Trotzdem habe ich öfters mal freie Räume. Und die nutze ich natürlich auch aus, ne? Und da ist es. Das Modric. Tor sorgt hier erstmal für klare Butz. Verhältnisse. Und mit dieser Klare Führung im Verhältnisse, ja Rückspiel, da können Sie gut. jetzt Ihr Spiel aufziehen. Ja, ich So, ich kann sag mein mal, da Spiel kann der aufziehen. Wie Torhüter soll ich gleich denn das jetzt machen? vorwarten. Wo ist Der überhaupt mein Bundesliga Mentor? Und überentscheiden. wieso Ja, muss und ich das mit ist nur Alexander wichtig, erst denn nach nur hinten rennen, damit ich Sache mit kann meinem man Mentor ein fragen, bisschen Fußball Manager. spielen kann? Was hat die Abwehr in dieser Situation gemacht? Die Abwehr. Ja, abgewehrt wahrscheinlich, aber halt, ne? Weg ist der Ball. Nicht wirklich das, was sie abwehren sollten. Da unten. Da unten ist er endlich mal vorne, ja, Marcelo der hat Platz. Kollege Marcelo. Da kommt die Flanke. Trotzdem nicht auf Hereingabe Hunter. kam gut, aber der Ball ist erstmal weg. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. So. Jetzt können Sie vielleicht kontern. Aguero. Ja, die bauen hier echt Sterling gut jetzt am Ball. auf, aber da Und habe das ich ihn ist der doch Ball noch verlost. gekriegt. So. Easy Aufbauspiel, mein Gesicht juckt. Ja. Groß. Da vorne auf Hand. Tja. Sag mal. Und jetzt die Chance. Zack. Da hat der Oh. Torwart Glück, den hätte er wohl nicht bekommen. Eieieiei, ein bisschen zu dolle, Ja, und was? so verrinnt die Zeit immer wieder Asensio. diese Pässe. City kommt nicht Immer dran. wenn ich den Und Namen die höre, kriege ich Fans Bock auf einen pfeifen. Kaffee, ey. Die Fans pfeifen.
Manchester City hier wieder haushoch unterlegen. Hunter. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Kurz mal den Ball verloren, kurz mal den Ball gewonnen. Zu spät wieder den Fuß gehoben. Schon landet der Ball im Aus. Mach doch mal einfach hin hier jetzt. Und nun Sterling. So. Isco spielt den Ball. Gehen wir mal hier durch. Nee, komm. Mach es. Der Hustle ist real, Alter. Da habe ich noch nicht mal den gezielten Schuss gedrückt. Guck mal, da ist ja die Begeisterung bleibt ja komplett völlig aus. Er ist heute richtig gut drauf. Er macht hier sein zweites Tor. Na, kurz vorm Strafraum. Sie kurz vorm Strafraum. Hier weiter absetzen mit diesem 3:0. 3:0 schon. Wir gehen in die Pause. Na, vielleicht wird es doch wieder so ein ganz heftiges Torfest, meine Fresse. Ich merke wirklich selber, wie es mir den Spielspaß nimmt. Spielerleistung, wieder was. Spiel fortsetzen, sorry. Wie es mir selber den Spielspaß nimmt, weil es einfach zu leicht ist. Also wir müssen wirklich hochstellen. Habe ich schon seit ein, zwei Folgen gesagt, überlegt, bla bla bla. Eben gerade direkt vergessen, wie immer. Sie müssen da bin ich ganz spielen, gut drin. Dann können Sie die Defensive überraschen. Aber was soll's? Wir machen es jetzt noch zu Ende. Und jetzt Fernandinho. Und dann naja, bei der nächsten Sané. Folge halt ein bisschen mehr Action. Gute Aktion. Auch meinerseits, wenn ich hier so halbschlaff sitze und kommentiere, das ist ja nicht wirklich schön. Ja. Ein ganz starkes halt auch nicht für mich. Was war das denn? Da hast du. Schuss! Und da haben wir's, das Tor. 4:0. Entscheidend war hier die Vorbereitung des Spieler im Fokus war Hunter. 4:0. Hunter, noch ein Tor oder was? Gleich wieder ein Dreierpack. Manchester City quasi auseinandergenommen, Alter, in Hin- und Rückspiel. Walker. Zuspiel auf den Flügel für David Silva. Johnny. So, Buschi, wir schauen runter. Walker. Die Seitenlinie, Pep Guardiola wechselt. Genau, Wolf. Fernandinho verlässt den Alles Platz. Klar. Zack. Ein Spieler, der immer sofort zur Stelle ist. So. Oh, das war ein bisschen zu dolle Bolle. Auch dieser Ball kommt an, das macht er gut heute. Schönes Zuspiel. Leroy Sané. Die Flanke nee. Geht in Richtung Aguero. Da können sie erstmal klären. Ja, wieder rausgeholt hier. Hunter. Er nimmt ihm den Ball ab. Da unten. Und jetzt geh mal ein bisschen nach vorne so, hier. Und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. 30 Minuten und es ist schon 4:0. Walker. Wob, wob. Ahnt hier diesen Pass. Weg ist der Ball. Zu. Still geworden. Können wir mal ein bisschen, hier, Buschi, aber auch kein bisschen Scheiße bauen hier. Ja. Ah! Groß, dass ihre Mannschaft so chancenlos ist. Wieso? Das Rückspiel war da. Das Hinspiel war doch dementsprechend chancenlos. Da soll der Wechsel kommen bei Manchester City. Wer denn? Und ja. Sané. City kommt über außen. Und abgewehrt. Das war zu... da hat er immer noch den Ball. Weg und raus Ball. Damit. Und jetzt aber raus damit. Hallo? Ja, die drehen noch mal richtig auf jetzt hier. Merkt man richtig. Die Pässe sind viel heftiger. Isco fängt diesen Ball ab. Da fummelt da auch mal einer hier ein bisschen rum. Aber Bale ist einfach schnell. Gute Chance. Hoch auf ihn und... Ah. Kam mir so vor, als ob er irgendwie noch den Ball abgefälscht hat ein bisschen. So, wollen wir mal gucken. Will jetzt wechseln. Lauf. Isco fängt diesen Ball ab. Und die Flanke auf Bale. Oh, das verkackt. Sah also gefährlicher aus, aber der Ball ist erstmal weg. Er der einzige Typ vorne gerade. Okay, David die bauen Silva. Sich gerade wieder auf. Steifers, David Silva. So nicht, mein Freund. Das ist echt zu... vielleicht doch so. Nee, vielleicht doch nicht. Nein, auch nicht. Ey, echt zu übel. Ich kann die voll stoppen und so. Mann, was ist das hier, ey. War's das ja mal. Aguero. Okay, bauen wieder auf. Nun David Silva. Wieder gestopft. Der war nicht schlecht. Da kriegt mein Torwart tatsächlich auch mal was zu tun gegen Manchester City. Ganz weit in den gegnerischen Raum. Walker. Kompanie. Ball bei David Silva. Wieder nach unten.
Bale kann ruhig auch mitkommen. Macht er natürlich Sané nicht. So nice. Oh shit. Was spiele ich mir denn hier Flügel jetzt zurecht, ey? Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Zack. So, erstmal geklärt nach dieser Hereingabe. Gündogan. Ey, die lassen mich echt nicht mehr an den Ball hier, ne? Ohne Scheiß. Da gab es gerade einen Foul. Jetzt 2 Minuten Nachspielzeit geben. Sergio Aguero. Schuss von Aguero. Und da kriege ich mit Sicherheit gerade noch meine Karte reingedrückt. Yo. Und jetzt kriegt er doch noch seine Strafe. Isco. Ich glaube, der hat schon mal eine gelbe gekriegt. In Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen. Aber hartes Einsteigen. Walker. So, das war das Rückspiel. Und damit steht es nun fest. Real Madrid steht im Endspiel der UEFA. Ja. Kompliment an den Trainer. Kompliment an diese klasse Mannschaft. Jawohl, Kompliment. Okay, wir sind also im Finale, oder was? Sehr geil, Champions League Finale. Das wird übel. Ich bin ein bisschen irritiert von diesen roten Trikots. Ich dachte die ganze Zeit eben, ich bin Manchester United gegen Manchester City, weißt du? Weil ich das, glaube ich, in der ganzen The Journey-Geschichte schon mal so hatte. Warum ist der Cursor hier am Start? Das fragt man sich dann halt. So, wieder 4:0. Ja, wir wollen jetzt erstmal direkt umstellen hier. Nachdem wir das Video reingekriegt haben. Video. Kein Video. Nein, alles klar. Vielleicht jetzt ein Video. So, dann gehen wir mal direkt in die Einstellung und gucken, was wir da machen können. Ey, ohne Scheiß. So, das wird dann hier erstmal das letzte Spiel dieser kleinen Session sein. Ich habe noch ein bisschen was zu erledigen. Wie spät ist es eigentlich? Old Trafford in Manchester. Oh, Manchester United auf dem dritten. Tabellensituation von Manchester United. Dann wollen wir mal gucken, sie ne? Sie brauchen heute eigentlich unbedingt einen Sieg. Sonst wird es im Rennen um den Titel natürlich irgendwann eng. Da ist schon fast diese klassische alles oder ja, einen Sieg brauchen wir. Dann wollen wir den doch mal einfahren, oder nicht? Herrera, gefährliche Aktion. Alexis Sanchez. Und jetzt die Chance. Gut aufgepasst von Bernd Leno. Oh. Das wäre sonst keine so schlechte Möglichkeit. Schöner Hackentrick aber auch. Wir wollen mal gucken, ob Danny Williams ein Tor reinkriegt. Nee, oder? Nee. Der Ball kommt rein. Aber wir sind immer noch am Start. Wir können immer noch flanken. Nee, viel zu easy. Ungenau und zu easy. Für den Torwart, ja. Egal. So, wir haben hier hochgestellt. Wollen mal gucken, wie der ganze Turn hier. Özil, Steilpass. Der Angriff erst abgeblockt. Und nun Pogba. Özil aber auch. So, ja, nach vorne mit dir, mein Freund. Das könnte die Chance werden. Da ist es immer recht frei, wenn ich ehrlich bin. Da ist die Flanke. Viel zu heftig. Ball kommt an, gefährlich. Ball kommt an, was machen Sie daraus? Oh. Ball immer aus, es gibt Ecke für Man United. Den habe ich ehrlich gesagt drin gesehen. Die Ecke kommt rein. Er ist da. Ah, schade. Wirft er ihn, tritt er ihn. Zack. Schön abgewehrt. Wir haben den Ball. Können erstmal ein bisschen verteilen. Pogba. Jetzt vielleicht. Junge. Die verdiente Führung. Ja, Junge, der war nice. Bisher haben ja nur die Tore gefehlt. Und jetzt der Treffer von Man United. Schöne Flanke, Alter. Eine perfekte Hereingabe. Pam. Ja, Danny Williams. Die lange Latte ist definitiv der Kopfball King hier in dem Team. Erstes Tor gemacht. Trotz Schwierigkeitsgrad. Ja, das fängt schon bei der Vorbereitung an und auch der Abschluss ist natürlich absolut gelungen. Ja, ich denke, wir werden jetzt hier aber nicht zu null gewinnen. Arsenal kommt auf. Würde mich schon sehr wundern. Oh, da habe ich den Ball hinten stehen sie mit dem Körper noch abgewehrt. Sie jetzt vielleicht durch. Schon wieder. Und auf Ecke. Ecke Arsenal. Ecke Ars. Arsch. Ecke durch Mkhitaryan. Und buff. Und nun ein Schuss. Ah, ich sag ja, das wird ein bisschen schwerer hier an dieser Stelle. Starke Parade. Nochmal eine Ecke oder was? Spielt er kurz? Er spielt kurz. Das heißt, ich habe ein bisschen mehr Zeit, um Stellungsspiel hier einzusetzen, um die guten Boys ein bisschen zu blocken. Das war doch fast schon abseits. Und da muss der und sie haben ihn da viel zu ja, der hätte tatsächlich gepasst. Ich glaube, das Tor von mir war wirklich, naja, halb Glück, halb Glück einfach.
Weil die machen ja echt Druck. Im Gegensatz zum Spiel hier vor war, ist hier auf jeden Fall das Spielfeld deutlich stärker in meinem, in meiner Hälfte. Schön dazwischen gegangen. Auch wenn ich immer gut blocken kann. Die stehen hier deutlich anders. Nun Alexis Sanchez. Und da bin ich wieder vorne. Manchester United auf dem Weg nach vorn. Kurze Flanke. Kurze. Der Reingabe kam gut, aber der Ball definitiv ist kurze Flanke. Abgeblockt. Gerade noch rechtzeitig den Spieler gewechselt, anscheinend. Nur Mkhitaryan. Und hier werde ich wieder ausgespielt. An dem Ball. Aha. Wie sieht das Wetter aus? Komm schon. Da kommt der Steilpass. Juan Mata. Oh. Geklärt hier, aber keine schlechte Gelegenheit. Klasse, da hat er dann abgeblockt. Weg. Okay, ich bin hier deutlich mehr am Routieren. Da muss ich auch mal wieder gerätschen, um an den Ball zu kommen. Da haben sie den Ball. Young. Ah. Gut gemacht, er hat den Ball erobert. Bin ich noch nicht mal zum Ball gegangen. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Machen wir es auch mal so. Ah. Okay. Nee. Doch. Jetzt. Und abfackeln. Sie haben diese Bam, Alter. Doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im nice. Gut aus und das Tor gibt natürlich zu. Ja, das macht mehr Spaß auf diesem Schwierigkeitsgrad. Das macht mehr Spaß. Er macht sein zweites Tor heute. Ganz starke Leistung. Raus. Hingelegt. Vorgelegt. Wow, was eine Kurve, ey. Nicht schlecht. Jetzt steht es 2-0. Das dürfte Ihnen Ruhe geben. Beide Tore von mir. Also, von mir. Koscielny. Von Danny Williams. Das heißt, wir werden hier wahrscheinlich richtig in der Gunst unseres Trainers steigen. Und trotzdem glaube ich nicht, dass wir zu 0 spielen. Oh, hier, guckt ihr das an. Jetzt drehen sie auf. Ha! Pogba fängt diesen Pass ab. Auf geht's! Das war schlecht. Okay. Scheinbar alles im Griff. 2-0 zur Pause. Scheinbar alles im Griff. Im zweiten Durchgang noch tut. Schauen wir kurz auf die Bilanz. Bla bla. 2-0. Bams. Arsenal kriegt auf den Sack. Geht weiter jetzt mit dem zweiten Durchgang und weiter auch mit dem Sauwetter. Es mit dem Sauwetter, ja, hier in Deutschland auch Sauwetter. Juan Mata jetzt. Kann man nicht anders sagen. Jetzt Ander Herrera. Alter, wie geil war der denn? Ah, das ist Abseits. Er läuft Abseits. Zeig mir das Abseits. Scheiße. Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Wieder und ein guter Pass von ihm. Nicht das erste Mal heute. Mohamed Elneny. Nacho okay. Monreal. Nun Mesut Özil. Mesut. Klasse Einsatz, aber kommt auch an den Ball. Oh, ja, 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 ja. Mohamed Elneny. Alter, was für ein Gebolze, ey. Direkt vor meinem Tor. Spieler einfach umgeworfen. Henrik Mkhitaryan. Au, nee. Eieieiei. Da können Sie das mal klären. Krass. Jawoll. Jawoll. Und tschüss. Und tschüss. Danny Williams. Nein. Kein Tor. Das war natürlich eine Riesenparade. Oh. Was für ein Reflex. Wie da dumm. Da ist die Auswechslung. Die Fans feiern ihn. Kein Wunder. Schade, ey. Den hätte ich gerne noch reingemacht. Spieler auf dem Platz. Mata führt diese Ecke aus. Bei dem Eckball ist er da. Ah. Naja, wir wollen mal gucken. Ramsey wird eingewechselt, oder was? Zack, wieder auf mich. Schön, der Ball wieder auf meiner Seite. Oh, lauf, 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 lauf. Ahnt hier diesen Pass, weg ist der Ball. Und da sind sie wieder im Angriff. Oh, super Pass. Der war nicht schlecht. Der war wirklich nicht schlecht. Ah. Alles frei. Eieiei, jetzt hackelt's. Das ist eine verschenkte Chance. Ah, da fehlt einiges, der Ball geht weit vorbei. Eieieiei. Ja, den habe ich drin gesehen, wenn ich ehrlich bin. Der Regen hier an dieser Stelle gerade übel krass. Alexis Sanchez. Da stand der Assistent gut. Abseits. Mhm. Mhm. 9,3 meine Bewertung. Nicht schlecht. Der war echt beschissen. Da habe ich gewusst, dass er den kriegt. Ziemlich aggressives Spiel aber auch hier von Arsenal. Gefahr erstmal bereinigt nach dieser Reingabe. Geh da weg, Schiri, Alter.
Und jetzt bekommen sie die Chance. Guck dir das an. Der Pass kommt an, da ist er. Die heute gehen hier auch echt heftig sicher ran, Mann. Jetzt kann er flanken. Uiuiuiui. Geh doch da dran. Hallo. Ey. Da kommt meine vorbei, Fresse hier, ey. Jetzt Alexis Sanchez. Kurz noch ein paar Worte. Der Grinch. Der Chilene wird vermutlich heute versuchen, auf seiner Seite Lücken in die gegnerische Abwehr zu reißen. Er ist sicher derzeit einer der stärksten. Ja, die gehen schon echt ab hier mit dem Ball, Mann. Das ist nicht mehr so wie eben, ey. Chance erstmal vorbei. Der Spieler so ist dazwischen gegangen. Renn, du Hund. Platz Danny für Williams. Schieß. Ach, verdammt. Özil. Atmen nicht vergessen bei sowas, ne? Laurent Koscielny jetzt. Danny Welbeck. Hab ich ihn. Der Ballverlust, keine gute Aktion. Schieß. Danny abgefälscht. Und das gibt Eckball. Oh, der wäre safe drin gewesen, Freunde. Der wäre safe. Oh, der fiel zu weit nach rechts. Das stimmt. Pierre-Emerick Aubameyang verlässt den Platz und Alexander. Nochmal nach oben. Lacazette kommt. Ah. Toller Spieler. Was kommt rein? Lacazette. Lingard. Nehmen wir nach. Xhaka. Und nun Lacazette. Özil. Lacazette, ey. Ramsey. Alter, was geht denn hier? Xhaka. Und nun Ramsey. Die hauen mich echt aus den Socken. Mesut Özil. Mesut. Ja, ja, wurde große Mühe, den Ball abgefangen. Der musste Regulär mal gerade raus. Nur noch 60 Sekunden. Nett. Sieht nicht ungefährlich nett, nett, aus. Nett, nett, vielleicht der Konter. Oh! Komm schon, Alter, ohne Scheiß. Den hat er mich aber gerade hier. Den hat er mich aber gerade hier. Hat er mich aber gerade hier nach oben. Unten. Unten. Kurz anstoppen, schießen. Ein fantastisches Tor. Steady, Ausrufezeichen. Williams. Ausrufezeichen. Schon sein dritter Treffer, ein ganz starkes Spiel. Krasses Teil. Dreierpack. Der ist heute nach Schwierigkeitserhöhung gegen Arsenal. Kurz angestoppt. Treffer. Nicht schlecht gemacht, Mann. Wechsel jetzt. José Mourinho bringt einen neuen Mann. Digga. Alexis Sanchez verlässt wofür? Den Platz und der pfeift doch jetzt ab. Der kann jetzt, sicherlich ja, da war's. Kann mit die ganze Zeit nur auf den Schiri geguckt, gerade nach dem Anpfiff hier. Auf dem ja. So, Williams. Bababum, bababum. Dreierpack, Alter. An der Spitze. Ich glaube, da kann ja jeder Punkt entscheiden. Wichtig natürlich, eigentlich wäre es mal Zeit für neue Tattoos. Ich habe mich übrigens auch tätowieren lassen. Das zeigt auch der Konkurrenz. Eigentlich wollte ich dazu auch ein Video machen, aber ich war einfach zu geflasht von diesem Tag und alles, ey, und es tat so weh. By the way, Rippenbogen. Ne? Meine Empfehlung an dieser Stelle, wer Schmerz möchte, Rippenbogen tätowieren. Das ist jetzt Danny Williams, der Mann mit dem Dreierpack. Yeah. Hut ab. Ich mache Tone ohne Ende. Die Mitspieler verdienen den Dank, natürlich. Ja, das fühlt sich großartig an, keine Frage, Mann. Aber mein Dank gilt ganz einfach meinen Teamkollegen. Die waren super. Ich meine, denken wir mal darüber nach. Ich halte doch bloß den Fuß hin. Ich meine, wenn man das Spiel betrachtet, gibt es noch andere Spieler. Die Tore mache immer noch ich, aber das liegt an der guten Vorbereitung. Ein Rad greift immer ins andere. So schieße ich Tore. Super. Das Team ist das da? Ja, klingt gut, ja. Sowas. Ah, danke, das Interview hatten wir auf jeden Fall auch schon mal, ey, so, genau so. Ich glaube, ich habe auch genau so geantwortet. Oh, und wir kriegen eine neue Bewertung rein. Na, sind wir gespannt, 75. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Ja, dann wollen wir mal gucken. 9,8. Der Transferwert hier auch an dieser Stelle, wir sind kurz vor 82. Transferwert steigt, wollte ich damit sagen. Muss ich eigentlich irgendwas machen, um hier diese ganze Geschichte freizuschalten? Nein, ich glaube nicht, ne? Zum Freischalten Kapitel 3 Aufgaben meistern. Ach, und wir wollten... Das kann ich eigentlich schon machen, ne? Aber es ist irgendwie... zu wenig Skillpunkte verfügbar. Naja, das wird wohl freigeschaltet, wenn das hier, ausgefüllt wurde quasi. Okay, wir gehen weiter. Und ich würde sagen, wir beenden erstmal diese Folge an dieser Stelle, sollte jetzt kein Video kommen. Und da ist auch der kleine Cursor schon. Hallo. ja, wie gesagt, das war die Folge für heute. Wir sehen uns dann morgen. Bis dann, Schisikowski.